So, hallo und willkommen zu einem neuen Pilzig-Video hier bei den Gaming-Pilzen. Wir haben diesmal einen großen Clan-Krieg gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es hat geklappt. Ich kann euch den auch mal gerade zeigen. Von dem werden wir jetzt viele. Ich glaube, den werden wir vielleicht sogar in drei Teile aufteilen, weil es sehr viele Angriffe sind. 30 gegen 30, 81 von 90 erreichbaren Sternen bei uns. Die Gegner haben sich wohl schon gedacht, nee, das können wir nicht mehr besiegen. Und wir sehen uns dann beim ersten Angriff. Der erste Angriff ist von Ninja. Die 4 auf die 2. Er greift mit Lavalunion an. Die Gegner hatten keine Clanburg. Das war ziemlich krass. Also die Gegner waren, glaube ich, sogar relativ inaktiv. Sonst wären die bestimmt nicht so schlecht gewesen. Ich meine, wenn man schon inaktiv ist, würde ich keinen 30er-Clankrieg machen. Also wirklich, das kann man eigentlich nur bei aktiven Clans machen. Unser nächster ist auch wieder nur ein 15 gegen 15 Clankrieg. Auch wenn der jetzt ziemlich gut geklappt hat. Also ja, die Lavahunde sind fast alle kaputt und die Ballons laufen also fliegen leider nicht den Lavahunden hinterher, weshalb die nicht gut tanken können. Und der will jetzt natürlich zu dieser Luftabwehr gehen. Trotzdem leben noch sehr viele Ballons, auch wenn sie mal eine Zeit lang ungeschützt waren. Und es lebt noch ein Lavahund. Der bei ihr wenig Schaden macht. Der soll sich mal aufteilen gleich. Das überleben die Ballons jetzt auch. Aber diese Lava-Pups sind echt wie zusätzliche Lakaien. Da hat das Rathaus keine Chance. Damit sind es schon mal 2 Sterne. Aber es sieht auch gut nach 3 Sternen aus. Hier ist nichts in der Ecke, nur da. Und wir wissen ja nicht, wie viel Zeit er noch gehabt hat. Auf jeden Fall, M&R wird auch einen Teil übernehmen. Wahrscheinlich werden wir auch einen Teil gemeinsam machen. Also ich werde ihn da hoffentlich dazu bringen können. Wir sehen uns dann beim nächsten Angriff. Jetzt sehen wir meinen Angriff als 10 auf die 5, also auch ziemlich krass. Aber ihr wisst ja noch nicht, ob ich gewinne. Also ich dachte, 2 Sterne schaffe ich hoffentlich. Die Single Infernos, vor denen hatte ich nur Angst. Wegen den Päckern und den Golem. Also, die sind auch schon auf Level 2 oder sogar schon auf Level 3. Ich weiß gar nicht. Könnte tatsächlich sogar schon Level 3 sein. Also, ziemlich hart. Ich habe mir auch gedacht, dass die ziemlich hart sein werden. Erstmal laufen die Päcker eh außen und nur die Walküren in die Mitte. Und die Walküren stören die Single Infernos, glaube ich, nicht so sehr. Erstmal eine einzelne weg, aber die einzelne ist nicht mal weggegangen. Der Inferno war viel zu schnell down. Jetzt gehen die nächsten Walküren hier zum Single Inferno und damit sind die schlimmsten Sachen auf jeden Fall schon mal weg. Sie stören eigentlich noch die Tesla, die sollten jetzt auch mal langsam weggehen und dann, ja. Danach ist es kein wirklich so großes Problem mehr. Trotzdem, hier noch sieht es nicht so, noch sieht es nach einem guten 2-Sterne-Angriff aus zurzeit. Ah, der Golem ist jetzt leider fast kaputt. Aber gut, jetzt kann er auch kaputt gehen. Jetzt ist ja nicht mehr so schlimm. Ich weiß auch nicht, ich hatte auf jeden Fall noch Zeit. Auf jeden Fall hatte ich noch mehr Zeit als 50 Sekunden. Ich hatte locker noch eine Minute Zeit in diesem Zeitpunkt. Okay. Jetzt merkt man schon, okay. Okay, da habe ich mir jetzt in dem Augenblick gedacht, ich kann ja hier nachschauen, wie viele Trefferpunkte die Päcker haben. Ich wusste es aber nicht, dass der hier auch noch auf Grün ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir jetzt schon gedacht, dass es 3 Sterne werden. Zeit war ja nicht wirklich knapp. Bei den Valkyrien wusste ich auch nicht so viel. Da dachte ich mir, okay, der Packer ist low. Hoffentlich ist der nicht genauso low. Was er ja nicht war, wie wir ja wissen. Okay, der eine Packer hat das sogar überlebt, die Riesenbombe. Krass, krass. Aber ich glaube, wenn der vor den anderen geht, nein, die Valkyrie. Wie viele hatte die eigentlich noch? Wie viele Trefferpunkte? Oh, die war auch noch auf grün. Okay, ihr seht ja jetzt schon, das werden auch schöne 3 Sterne. So, nochmal ein 3-Sterne-Angriff. So, sehen wir uns beim nächsten Angriff wieder.
Nächster Angriff von Joppel 3000 als 3 gegen die 4. Okay, das geht auch noch. Das geht auf jeden Fall. Also 1 unter der Gegenübernummer kann man auf jeden Fall machen. Die Taktik sieht jetzt nicht so krass aus, finde ich. Ich meine, für 3 Sterne könnte die Taktik schwer werden. Für 2 auch. Also wollen wir mal sehen, was er holt. Vor allem wegen den Single Infernos. Die sind auch ziemlich hart, ja. Teilt er. Aber er hat schon Level 7 geworden, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, er hätte den so Level 3 oder 4. Wusste nicht mal, dass er ihn über Level 5 hat. Krass, krass. Ich hätte auf jeden Fall auch mit einer besseren Taktik angegriffen, mit einer besseren Clankriegstaktik auf jeden Fall. Bei Infernos muss man bei Heldenzünden immer so krass reagieren, weil wenn der Inferno höchste Stufe hat, dann bringt es eigentlich gar nicht mehr. Dann kann man den Helden nicht mehr zünden. Der ist dann ruckzuck down. Man muss den bei der zweiten Stufe nach einer kurzen Zeit zünden, bevor der auf die letzte Stufe geht, weil dann ist der Held direkt down. Das kann ich euch gleich sagen. Also, Single Infernos sind auch zum Beispiel nicht nur gegen Pekka und Golems und Lava und das ist sehr stark, sondern auch auf jeden Fall gegen Helden. Hat er aufgegeben oder hat er keine Zeit mehr? Ich glaube, er wollte den Warden schon. Ich bin irgendwie müde. Ja, okay, wir sehen uns beim nächsten Angriff. Und mir ist aufgefallen, dass ich quasi noch nie einen Angriff von Caso Games gezeigt habe. Deshalb wollte ich auch mal einen Angriff von ihm zeigen. Er greift ebenfalls mit Lavalunion aus. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Die Ballons schön verteilt gesetzt. Die Lava-Runde schön hinterhergesetzt, das ist auch gut. Den Giftzauber wird er kaum brauchen, da hätte ich mir in die Klammer einen anderen Zauber holen lassen, aber ist egal. Vielleicht wusste er in dem Moment noch nicht, dass die Klammer leer ist. Ah, gut geheilt. Gut geheilt. Ich will die Nachricht. Ach, Leute. Da wollte ich die Nachricht wegwischen und dann komme ich einfach drauf. Das ist doch der reinste Dreck, also echt. Naja, Hauptsache er holt hier schöner, wobei momentan sieht es nicht nach 3 Sternen aus. Weil die Ballons alle down sind und noch relativ viel Verteidigung lebt. Lol. Das Rathaus schafft er aber noch schön. Okay, das ist gut. Ja, okay, 2 Sterne sind es da trotzdem ja nicht schöner. 2 Sterne Angriff auf jeden Fall. So, ich würde sagen, nach diesem Angriff vorbei, wir schaffen noch einen anderen Angriff. Nach dem und noch einem anderen Angriff. Wir haben so viele Angriffe zu machen. Ich will von jedem Spieler so ziemlich mindestens einen Angriff zeigen. In diesen 3 oder 2 Episoden. Okay. Ja gut, komm, der Lakai ist jetzt nicht mehr so wichtig. Der holt sich jetzt noch ernsthaft die Kanonen. Nein, da war die Zeit zu Ende. Okay, wir sehen uns beim nächsten Angriff. So, jetzt haben wir hier den letzten Angriff von Zeitungsrohr, die 7 gegen die 11. Das war aber nur noch ein Aufräumangriff. Er hätte nicht mehr höher angreifen können. Also falls ihr jetzt denkt, wieso greift man als 7 die Nummer 11 an? Das ging nicht mehr. Die waren alle schon gedreiert oder gezweiert. Und wenn sie gezweiert waren, hat er sich gedacht, ja gut, 3 Sterne schaffe ich die nicht. Da hole ich lieber einen Gegner, der noch 0 Sterne geholt wurde, der zwar schlechter ist, lieber 3 Sterne. Haben wir 3 Sterne mehr anstatt einen Stern mehr, den er wahrscheinlich eh nicht holt, den letzten Stern. Also das ist war in dem Fall vollkommen okay, dass er als 7 die 11 angegriffen hat. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Das ist jetzt natürlich für ihn ziemlich einfach, wie ihr seht.
Ich meine, als 7 sollte man die 11 auf jeden Fall 3 Sterne schaffen. Noch sieht es auch gut nach 3 Sternen aus für ihn. Wo, ja, die Zeit haben wir ja am Anfang gesehen, war nicht knapp. Tja, also es leben noch sehr viele Ballons, muss man sagen. Einen Frost hat er auch noch. Also falls der Bogenturm jetzt noch irgendwelche Probleme machen sollte, kann er ihn sogar frosten. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen unnötig gewesen, wenn er den frosten würde. Ich meine, da ist noch Lava und das ist ja gut, wenn er zerplatzt. Also wenn er... Ja, er friest ihn einfach tatsächlich noch. Ja gut, ja gut. Das hat, glaube ich, nicht so viel gebracht, aber... Ich hab's gesagt, er friest den ab. Ah, krass einfach. Ich hab's noch gesagt, den kann er noch fließen. Na gut. Reicht auch mal mit dem Gelache. Bla. Okay, ich muss ab mir jedenfalls gedacht, das muss mal wieder ein Clankriegsvideo. Ich muss generell mal wieder ein Video, ja, also. Zu dem Clankrieg kann man ruhig ein paar Videos machen. Ach ja, was wir auch nochmal machen wollten, jetzt vor den Ferien. Wäre Master Builders zu sechst, wäre mal wieder ganz cool. Ja. Haben wir ja schon mal gemacht. Wir haben es mal zu fünft, glaube ich, gemacht. Das war krasse. Das war eine richtig krasse Episode. Das ist auch der Sinn nach ne an einem Gemeinschaftskanal, da alleine Videos zu machen. Deshalb will ich den einen Teil dieses Clankriegs auf jeden Fall noch zu zweit mit M&R oder Ninja machen oder Robotik finden oder keine Ahnung, was weiß ich, wer halt Zeit hat. Das ist halt der Sinn an einem Gemeinschaftskanal, dass man Videos zusammen macht und nicht immer alleine. Und ja, das war's auch mit dem Video. Schaltet bei der nächsten Episode wieder rein. Bis bald.